Hey, was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush für die Fiketina zurück bei Let's Play Wise 8 Lacrimosa auf Dana. Ja, nachdem wir einen weiteren Überlebenden außerhalb des Sumpfes gefunden haben, mussten wir feststellen, dass tatsächlich ein Attentat auf den Kapitän verübt worden ist, denn ein Serienmörder ist mit uns auf dieser Insel gestrandet und treibt hier sein Unwesen. Und dazu hören wir jetzt auch noch hier einen Schrei. Dann begeben wir uns gleich mal hin und gucken, woher dieser Schrei kommt. Was ist hier los? Where did that sound come from? I'll take the beach, you take the hill. Hast du ganz schön lange gebraucht, bis dass du mal nachguckst, was hier los ist. Don't we leave this to Oiran and search the areas nearby? Ach, müssen wir hier oben gucken, okay. Ja, mach ich. Hill. Okay, vom Berg oder was? Also hier oben. Vom Hügel.私の足が。カーランキョ。大丈夫なのか。いい、こいつ。血だわ。両足にバルバロス船長と同じような傷を負っているようです。 Natürlich muss es Sir Carlan sein, der verletzt war. Naja, aber es wäre jetzt unmenschlich von mir zu sagen, dass er es verdient hätte. Naja, noch unmenschlicher wäre es aber eigentlich, dass er gleich getötet worden wäre. Weil so sehr ich den Kerl auch hasse, ich würde es nicht gönnen, dass er getötet wird. Das wäre schon wirklich mehr als unmenschlich. Ich meine, die Verletzung an sich ist ja auch schon ein bisschen grausam. Ich hoffe, wir finden den Typen bald, der dafür verantwortlich ist. I can't stand this any longer. If this murderer is among us, I demand that he reveal himself. The newest member of our fold certainly seems suspicious to me. Are you the murderer, boy? Wie wäre der denn bitte schon dazu fähig? No, I would never do such a thing. You will pay dearly for what you've done to me. Like, hast du nicht zugehört? Er war es nicht. Please try to remain still, Sir Carlan. There is no reason to suspect Licht. He's not a person of interest. What? That's right. Licht was with us when the captain was attacked. Thank you. Still, we can't just stand around and do nothing. Well, I refuse to spend another second trapped on this island with a murderer. Huh? Wait, didn't the Musclehead build a small boat for some such? Why not use it to sail off the coast and hail passing ship for help? I don't know if that's a good idea. What do you think, Captain? It's not the worst idea out there. It's gonna be worth a try, right? The Isle of Sion is so feared by sailors that no ship would dare to venture into its coastal waters. You would need to sail far out into the open sea to even have a chance at hailing a passing vessel.
but to sail that far out into the ocean in such a tiny boat. It's foolhardy, is what it is. Al. Do you have a better idea then? Well, we'll never escape this island if you keep rejecting every proposed solution. Besides, Captain, it's your fault that the Lombardia sank in the first place. If anyone should venture out to sea to get help, it should be you. I beg your pardon? Was war das jetzt auf einmal? ま、間違いねえ。もしかしてサハドのおっさんを襲ったっていう異形の獣か？ Na toll. Ist das jetzt die eigentliche Raid oder ist es jetzt nur storybedingt? Weil die normale Raid möchte ich ja an sich auch noch machen. Na gut. Ein Biest also. Wo müssen wir dafür jetzt hin? Wir müssen eh hier drin bleiben, oder was? Mr. Christine, well... Hm? That beast is too dangerous. I'm not sure if result will work. I'm sorry. I know we have no choice but to give it a try. Kennst du das Biest etwa? Woher kommt das eigentlich nochmal? What kind of island we wash up on? Is it my fate to become a horrific beast snack? Don't worry, calm down. There are many reliable people here. If you can, I would like for you to help me prepare some medicine. You are a doctor? I'm glad. I feel a little relieved. Naja. Immerhin. Gut, dass er sich dabei beruhigen kann, aber woher kommt denn das? Müssen wir dafür jetzt zur Raid-Stelle gehen? Oder kommt es von hier? Jetzt wollte ich da eigentlich nicht runter. Komm. So. Na, da können wir auch nichts machen. Wo müsste ich jetzt dafür hin? Oder wird es hier angezeigt, der Pfeil da oben? Auf der Minimap. Oder müssen wir dafür jetzt raus? Den könnten wir auch mit Fische wieder füttern, aber lassen wir es erstmals. Nicht mal zur Raid-Stelle kann ich nach unten springen. Ich schätze, wir müssen wirklich hier das Dorf verlassen. Gibt es irgendwo Quests andere? Achso, keine weiteren verfügbar. Gut, dann gehen wir mal raus und sehen nach, was los ist. Das könnten wir auch jetzt zur Seite schieben hier. Wo ist das nochmal? Weiter oben, also in dieser Richtung.
Versucht es gar nicht. Ihr seid jetzt schon uns mehr als unterlegen. Trotzdem machen die an sich schon ein bisschen Schaden. Wo müssen wir jetzt lang? Das wüsste ich echt so gerne. Ja, vielleicht sollen wir erstmal die Stelle finden, wo wir jetzt 11 Leute haben, weil wir haben jetzt genug. Da, da ist sie. Dann muss ich erstmal hier nach unten. Ignorieren wir die Wölfe mal gezielt. Ja, sehr schön. Wenigstens ein Eisenstein, aber Strange Mass wäre mir noch lieber. Zusätzlich. Oh, da liegt noch mehr Zeugs. Okay, ins Pausenmenü wollte ich jetzt nicht gehen. Übernimm du mal. Jawohl. Er bekommt da das Netz runter. Also Netz. Nest! So, dann. Wird Zeit, dass wir das endlich hier entfernen. Sehr schön. Jetzt kommen wir hier weiter. Vielleicht ist es auch unser nächstes Story-Ziel. Hui, was haben wir denn hier? Das sind Affen! Jetzt sehe ich das auch erst. Das sind Paviane? Gut, immerhin hat sich uns jetzt ein neuer Weg geöffnet. So. Oh, Strange Mass, sehr schön. Immer her damit. Ich möchte schließlich meine Waffen noch weiter upgraden. So, weg mit dir. Sehr schön. Immer her mit dem Zeugs. Nur schade, dass wir immer so wenig davon bekommen. Gut, wir nehmen halt jede Stelle vor. So, kann wieder weitergehen. Gucken wir mal hier weiter. Ich hoffe wirklich, dass es unser nächstes Story-Ziel ist. Oha! Das Nilpferde wieder? Ja, tatsächlich. Das sind Mischungen aus Nilpferden und Ochsen. Ich glaube, die Gegner hatten wir schon mal, oder? Aua! Schluss hier! Alter! Da geht mir ein bisschen zu viel ab. Da haben wir noch mehr von diesen Viechern. Alter! Ach! Ja, mal schnell markieren. Jetzt aber. Aufpassen. Alter! Dass er das immer so unvorhersehbar macht, den Angriff. Rotes Fleisch. Komm, überall. Mach das hier nicht alleine. Aua. Die Gegner machen ganz schön Ärger. Das ist eine Truhe. Und natürlich wird das bewacht von vielen von denen. Oh ja. Yeah. Sehr schön. Das war eigentlich fast schon Zufall, das Ausweichen hier. Sehr schön. Oh, das sind ganz schön viele von diesen Viechern hier. Und ich habe schon so viel Damage genommen.
Tease Note 3? Was ist das denn? I've discovered the remains of several pirates on this island. Ach ja, das war diese Notiz von diesen... Ihr wisst schon. Daran erinnere ich mich noch. Near as can tell, these men were marooned here. This intrigued me, so I decided to do a little more research into the matter. It turns out that an infamous pirate came ashore on this island nearly a century ago. Now, if I could only find a clue as to how I can escape this island, T. Wer ist eigentlich immer dieser T? Mr. T? Nee. So. Vorsicht! Alter! Na toll, und es gibt keine Item mehr für diese Gegner hier. Oder was? Wow! Wie lange macht er das eigentlich noch? Ey, nein, nicht runterfallen! Ah. Was ist eigentlich hier unten los? Die sind von vornherein so aggressiv hier. Oh, weg mit dir. Oh, da ist noch ein Schatz. Na gut, dass ich da noch mal runtergegangen bin. Ah, sehr schön. Eine weitere Medizin. Das heißt, eine weitere Flasche frei. So, jetzt aber weitermachen hier. So. Aber bei diesen Gegnern ist jetzt schon wirklich deutlich mehr Geschick gefragt. Sollen wir diesen Dash-Move einsetzen müssen? Ich glaub's nicht, dass er mich schon wieder zum Absturz gezwungen hat. So, jetzt war. Ach, sonst hoffe ich, bleibe ich mal oben hier. Ständig abstürzen müssen, das geht mir allmählich auf den Keks. Da wäre ich nicht der Einzige. Das derzeit auf den. What? So schnell down gegangen. Haben wir denn schon so viel Schaden vorher gemacht? Sehr schön. Strange Mask gibt es immer mehr und immer mehr. Das finde ich gut. Das kann ich auch noch austauschen gegen Eisenstein. Oder Eisenstücke. Ich glaube, Iron Ore heißt eher Eisenstücke. Wahrscheinlich. Oder würde es dann nicht Iron Pieces heißen? Oder ist Ore auch eine andere Bezeichnung für Stücke? Keine Ahnung, du. Ich habe zwar ganz gut Englisch, wie gesagt, ich kann ganz gut Englisch. Es ist ja, aber ich bin da nicht perfekt. Kann man da noch runter? Nee. Man bleibt hier oben. Oh, die können auch alle gut ausweichen. Immerhin. Also die CPUs sind wenigstens schön intelligent. Ah, mich zu beißen. Aber ich glaube, ein Biss von denen und ja, man wäre erledigt. Ist auch klar, aber Niepferde können auch wirklich einen komplett zermalmen. Und wenn das sie auf dem Niepferd anspielt, tja, Prost Mahlzeit. Der Unterschied ist ja, dass dieses Niepferd haarig ist. Und wahrscheinlich, What the? Springt das die Ding, Vieh auch noch oder was? Wahrscheinlich sind das hier auch noch zusätzlich durch die Haare kommt es mir wirklich vor wie eine Mischung aus Nilpferd und Ochse. Bei der Hochzeit möchte ich nicht dabei gewesen sein.
durchaus nicht. So. Jetzt wieder runter. Sicher gibt es dort wieder einen feinen Schatz. Ja, ich sehe es gerade auf der Map. Und ein Höhleneingang? Wo führt das jetzt wieder rein? Na gut, erstmal hier die Gegner verknüpfen. Hat er gerade in der Luft diesen Schlammbrocken gehabt und uns noch beworfen bei der Landung? What the hell? Die Gegner können was. So. Jetzt mal Schluss hier. Blutige Zähne. Oh. Das klingt krass. So, was ist eigentlich hier oben? Geht's noch weiter? Ich glaube fast ja. Also ich glaube, bei diesem Dialog, schätze ich mal, sind wir hier richtig. Ach nein, da ist, eine weitere Location. Gut, dass diese Gegner Strange Mask geben. Ab und zu. Auf! Nein, fällt das... Oh, ich wollte gerade sagen, fällt das runter, aber dabei kann ich es zum Glück noch aufsammeln. Aber man kann ja gar nicht runterfallen. Aber es sah wirklich danach aus, als würde das gerade passieren. So. Hier ist Endstation und... Ja. Eine neue Location. Diese vier Hügel. Schön. Yes. Nur her damit. Nur her mit dem ganzen Zeug. Wirklich, meine Waffen müssen noch geupgradet werden, wie sonst was. Und auch, hier. Die Raid-Objekte. So, dann geht das jetzt weiter mit der Höhle. Dann nix so schnell hin. Ich hoffe, wir sind wirklich auf der Spur dieser Bestie, die wir hören mussten. Und ja, ich weiß, es findet eine Raid statt, aber... Aktuell kann ich die nicht machen. Das ist eine Wasserquelle? Interessant. Oh, oh. Oh! Wenn wir gerade vom Wasser reden, was zum Teufel sind das... Fische? Sind das Landfische oder was sollen das jetzt für Viecher darstellen? Oh, was sind das für Tiere? Huh. Komm her, du! So. Sehr schön. Immer nur her mit den guten Zeugs. Noch mehr. Okay, jetzt nur Strange Mass, aber besser als nichts. Und das brauche ich sowieso immer noch. Gott sei Dank geht es da weiter rein, aber nein. So, wo ist denn eigentlich die Truhe, die ich da gesehen habe? Ach, da oben, ne? Hier, guck mal jetzt mal her. Alter! Wie die immer diese Dash-Angriffe einsetzen müssen. So. Und Schluss hier. Oh. Ruck, ruck. Hier haben wir wieder Blumen. Und da ist die Chest. Hm? Kriegerseele Nummer 2. Huh. Schauen wir uns das mal an.
Haben wir das eigentlich jemandem gegeben? Ah! Haben wir schon bereits. Haben wir jetzt noch ein Exemplar dafür bekommen? Klar, warum nicht? Kann man vielleicht gebrauchen, mehrere Exemplare, weil wir haben ja mehrere Gruppenmitglieder, also ja. Da passt das nur. Okay, Leute, dann werden wir aber an der Stelle erst im nächsten Part wieder weitermachen, weil ich muss gucken, dass ich den Part heute noch rausbringe. Und ja, immer gilt, wenn es dir gefallen wurde, diese Bestätigung des Seins. Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen, dann sind wir da beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush wurde fake hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play YS8 Like Ramosa auf Dana. Also, auf Wiedersehen und tschüss, Leute! Now you know